bin heute hier, weil ich die Bedrohung, die Aggression des NATO-Partners Türkei gegen Rojava als extrem gefährlich empfinde. Und es scheint keinerlei Kräfte in der NATO zu geben, die das wirklich, wirklich eindämmen und eindämmen wollen. Und ich große Angst habe, dass es wieder zu Krieg kommt, zum letzten Gebiet, das befreit ist, wo ein Gesellschaftsmodell mit Frieden und mit viel Energie aufgebaut wird. Dieses Gesellschaftsmodell in Rojava hält sich an die Prinzipien, keinen Nationalstaat, wirklich basisdemokratisch orientiert zu sein, das Ernst nehmen der einzelnen Menschen. Raus aus Bundestag! Alle Besetzer! Raus aus Bundestag! Und einen sehr, sehr starken Schwerpunkt auf die Befreiung der Frauen als Voraussetzung einer wirklich demokratisch funktionierenden Gesellschaft. Die Türkei hat sich sowohl von irakischer Seite als auch von türkischer Seite wirklich mit ganz, ganz großer Militärmacht an der Grenze aufgebaut. Erdogan droht wirklich bald jeden zweiten Tag in einer Rede mit Einmarsch nach Rojava, droht einen Korridor zur Befriedung schaffen zu wollen, der sicher nur ein Kriegskorridor sein soll. Und es ist unklar, wie die USA sich verhalten. Es wird verhandelt. Und ich habe große Befürchtungen, dass man den NATO-Partner Türkei, der unter anderem mit deutschen Waffen ausgestattet ist, wirklich freie Hand gibt, nach Rojava einzumarschieren. Türkische Armee, aus, aus, Bundesland! Kampf gegen Faschismus in jedem Land! Die Folge wäre sicher ein ganz, ganz großes Blutbad wieder, eine Zerstörung von ganz viel aufgebautem Gebiet. Also Kobane war total zerstört, ist wieder aufgebaut, ist eine funktionierende Kommune. Ein Beispiel nur, wenn die Türkei einmarschiert, würde das wieder Krieg und Zerstörung und sehr viel Flüchtlinge bedeuten. Denn die Menschen werden fliehen vor dieser kriegerischen Aktion. Die Türkei wünscht sich in diesem Korridor dann Flüchtlinge anzusiedeln, weil sie eben im innenpolitisch sehr unter Druck steht. Inzwischen die Regierung durch die Bevölkerung macht Druck, weil sie die syrischen Flüchtlinge raushaben möchte aus der Türkei. Und es sieht die Türkei als eine Chance, dort in diesem Korridor Flüchtlinge anzusiedeln. Das heißt aber, die Menschen, die dort leben, die werden vertrieben. Und wir haben wieder sehr viele Flüchtlinge. Ich bin aktiv im kurdischen Frauenrat hier in Berlin. Wir machen Bildungsarbeit für Frauen, Deutschkurs für Frauen, Sozialberatung für Frauen. Wir versuchen, Frauen in allen Lebenslagen zu unterstützen. Freiheit für